Ja, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute haben wir uns ein richtig schönes sommerliches, leichtes Gericht vorgenommen. Und zwar habe ich wunderbare Wachteln bekommen, möchte diese Wachtelbrüste braten und mache dazu einen Beluga-Linsen. Ja, man könnte sagen, fast lauwarmen Salat. Dafür habe ich jetzt Schalotte, Staudensellerie, dann die Beluga-Linse, die eben, weil sie so ähnlich aussieht wie Kaviar, gerade wenn sie gegart ist, erinnert sie sehr an Beluga-Kaviar. Diesen Namen auch bekommt und verdient. Wir haben wunderbare Ochsenherztomaten, etwas Frühlingslauch, das bleibt roh, wird später dazu gegeben. Roséwein, Sommerzeit ist für mich auch irgendwie immer Rosézeit und ich finde, es passt sehr schön rein, wenn man mit Geflügel arbeitet, weil es hat etwas weniger Säure als die meisten Weißweine. Es hat natürlich eine gewisse Frucht auch, die man vielleicht vom Rotwein kennt, aber mit Rotwein würde ich jetzt einfach nicht arbeiten wollen, mit Geflügel. Genau, wir haben eine Geflügelbrühe, könnte man genauso gut mit Gemüsebrühe auch ansetzen. Gerade wenn man dieses Linsen, Gemüse vielleicht separat haben möchte, vegetarisch haben möchte, dann kann man mit Gemüsebrühe arbeiten und lässt die Wachtel weg. Gutes Olivenöl, schadet nie und ein paar Kräuter braten. Und wie das Ganze jetzt sozusagen zubereitet wird, das zeige ich euch. So, unser Topf ist heiß, jetzt gebe ich Olivenöl rein. Und da drin schwitze ich mir jetzt meine Schalotten und den Staudensellerie an. Ich salze jetzt etwas, dass die Flüssigkeit aus den Schalotten und dem Staudensellerie rausgezogen wird und sie nicht Gefahr laufen anzubrennen. Jetzt, wo alles schön glasig geworden ist, lösche ich mit unserem Rosé ab. Auch wenn wir jetzt gleich die Linsen dazugeben, ist es wichtig, dass der Wein verdampft ist, weil wenn zu viel Flüssigkeit und mit Säure da ist, dann kann es dazu führen, dass die Linsen nicht richtig weich werden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ja, und die Beluga-Linse habe ich sehr gerne. Damit arbeite ich wirklich äußerst gerne, weil die sehr schnell gart und ein tolles, nussiges Aroma auch hat. Also es ist nichts, was man jetzt lange einweichen muss oder stundenlang köcheln muss, sondern das geht wirklich innerhalb von 15 Minuten sind die eigentlich parat. So, der Wein ist verschwunden, der Geschmack bleibt drin. Jetzt gebe ich die Beluga-Linse dazu. Ja, unsere Linsen köcheln jetzt schön vor sich hin. In der Zwischenzeit kann ich schon mal die Tomaten und den Frühlingslauch schneiden. Wie gesagt, diese beiden Zutaten bleiben roh, kommen ganz zum Schluss mit unter die warmen Linsen. Das heißt, es kühlt das Ganze so ein bisschen ab. Wir haben dann diesen lauwarmen Salat. Das passt eben richtig gut zur Wachtel. Ochsenherztomate habe ich ja euch schon öfters gezeigt, weil ich liebe sie wirklich für solche Zubereitungen, da sie eben so wenig Kerngehäuse hat. Ups. Na. Und ich schneide sie einfach jetzt in Scheiben. Man sieht schon, hier ist wirklich jede Menge Fruchtfleisch. Wunderbar aromatisches Fleisch. Die kommen jetzt aus der Bretagne, diese Tomaten. Die lassen sich jetzt eben wunderbar würfeln auch. Ich lege mir das einfach übereinander. Schneide sozusagen jetzt aus den Scheiben Streifen, drehe sie nochmal und kann jetzt direkt Würfelchen schneiden. Und wie ihr seht, ist es schon recht ergiebig. Die Tomaten sind auch teilweise sehr groß. Das heißt, ich werde jetzt wirklich nur eine verwenden. Und mit dem Frühlingslauch habe ich schon die äußeren Blätter abgezogen. Und jetzt fange ich einfach an, hier vorne vom grünen Ansatz hin zur Wurzel. Schneiden wir jetzt so feine Ringe. Dann haben wir das auch erledigt und brauchen das nachher nur noch unter die Linsen unterzuheben. Ja, dann wollen wir uns jetzt unseren Wachtelbrüstchen bzw. Brüstchen und Keulchen zuwenden. Im Rezept habe ich eigentlich nur Brüste vorgesehen, aber ich habe heute keine Brüste bekommen, sondern nur ganze Wachteln. Das heißt, die habe ich mir auseinandergenommen und die Keulen werden wir natürlich auch braten.
Normalerweise kriegt man beim Geflügelhändler auch einzelne Wachtelbrüste ausgelöst schon. Ich habe hier bei mir in Berlin einen Züchter, der das aus dem Umland macht, in Brandenburg eine kleine Wachtelzucht hat. Das ist sehr schön. Ansonsten französische Ware ist immer zu empfehlen, weil das eine lange Tradition hat, Geflügel. Also ja, greifen Sie zu, wenn Sie französische Wachteln irgendwo sehen. Das ist köstlich. Jetzt gebe ich mir Olivenöl erstmal in die Pfanne. Und dann werde ich diese Brüstchen, genau, alles einmal schön verteilen. Pfeffer ich mir die und salze auf der Hautseite. Und jetzt lege ich sie mit der Haut nach unten ins Öl. So. Jetzt brate ich mir die so auf mittlerer Hitze schön an. Lass sie auch erstmal nur auf der Hautseite, dass sich eine schöne Röstaromatik entwickelt. Ist wirklich köstlich bei der Wachtel, dieses Aroma. Und ganz zum Schluss drehe ich sie nochmal um und lasse es dann ganz gemütlich ziehen für 2-3 Minuten. Aber Wachtelbrust ist auf jeden Fall immer eine schnelle Angelegenheit in der Pfanne. So, jetzt gebe ich ein kleines Stück Butter dazu. Wende das Ganze. Jetzt haben Sie eine richtig schöne goldene Farbe. So. Ich gebe die Kräuter dazu. Die geben jetzt ihr Aroma richtig schön in das Öl ab. So. Ich kann jetzt eigentlich schon die Pfanne ausschalten und lasse das jetzt nur noch ziehen. Ja, alle unsere wunderbaren Zutaten sind vorbereitet. Die Linse ist jetzt richtig schön gegart hier. Da gebe ich jetzt Frühlingslauch und die Ochsenherztomate rein. Und ich habe mich noch entschlossen, etwas Kerbel gebe ich auch noch mit runter, damit wir eine richtig schöne kräutrige Note noch drin haben. Das kann man also ganz nach Gusto machen. So, herrlich. Das Ganze vermengen wir jetzt. Geben dann noch einen schönen Schuss Olivenöl dazu. Und das alleine wäre schon ein toller sommerlicher Salat, den wir für jedes Picknick benutzen könnten, aber eben auch für solche Gerichte, finde ich, ist das eine ganz tolle Basis. Das gebe ich mir jetzt hier in die Mitte des Tellers. Upsala. So, ein kleines Nest hier in die Mitte. Und da werde ich jetzt die wunderbaren Wachtelbrüste bzw. auch Keulchen drauf verteilen. Machen wir das so. Drei Brüstchen. Ja, und schwuppdiwupp haben wir hier unser wunderbares Wachtelgericht. Ich finde, das ist also wieder mal gelungen. Es duftet herrlich. Ich glaube, die Wachtel ist auch richtig schön saftig und aromatisch mit diesem Linsensalat zusammen. Also ein Hochgenuss. Ein schönes Glas Rosé dazu oder auch ein Glas Weißwein. Ja, ich würde sagen, guten Appetit. Macht's nach und Rezept findet ihr wie immer auf dem Blog bei uns. Gebt uns Bescheid, wie es euch gefallen hat, ob es gelungen ist. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.